Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Mukbang auf meinem Kanal. Was ist jetzt Deutsch, Leute? Ich habe einfach nur Hunger. Zu diesem neuen Mukbang auf meinem Kanal. Ja, wir haben heute Donnerstagmorgen. Wie immer bin ich um kurz vor 9 aufgestanden, 5 vor 9. Aber ich war schon seit 8:30 wach, habe mir dann noch ein anderes Video auf YouTube angeguckt. Wenn ich die Zeit dazu finde, dann mache ich das natürlich auch. Ich will ja wissen, was die anderen Leute, die ich abonniert habe, auch so hochladen. Leider finde ich die Zeit nicht mehr so, weil durch den Umzug viel Papierkrams. Ich komme aber gleich nochmal drauf zu. Momentan mag ich es aber auch sehr gerne, einfach mal auf dem Sofa zu bleiben und die Zeit mal für mich zu haben und einfach mal nichts anderes zu machen, außer vielleicht jetzt die Videos hochladen. Das nimmt ja auch viel Zeit in Anspruch. Momentan versuche ich auch wirklich so wenig wie möglich mich zu bewegen wegen meinem Bauchnabel. Es ist schon besser geworden. Es ist schon besser geworden, aber ich muss jetzt noch ein paar Tage so beibehalten, dass ich wirklich mich nicht viel bücke, nicht viel mich bewege und dass ich halt darauf achte, was ich für Hosen anhabe, dass die Hosen nicht über den Bauchnabel gehen. Ich liebe ja High-Waist-Hosen und das geht momentan nicht. Ich versuche mal Leggings anzuziehen oder irgendwie sowas, was bequem ist, damit ich meinen Bauchnabel nicht eindrücke. Aber es ist alles schon gut. Die Rötung ist gut weggegangen. Die ist zwar noch leicht da, die ist noch so leicht rosé, aber nicht mehr so richtig rot, wie sie es war. Und deswegen muss ich das so beibehalten. Ich versuche mich jetzt natürlich ein kleines bisschen auszuruhen. Einfach, weil ich weiß, was nächsten Monat auf mich zukommen wird. Im nächsten Monat verkaufen wir hier komplett die Möbel auf dem Sperrmüll. Dann muss ich Sperrmüll sowieso noch beantragen. Also richtig, richtig viel. Und diese Woche habe ich ja den Rest der Woche noch frei, so gesehen, weil ja eine Kundin Corona hat und die abgesagt hat. Und ich musste eigentlich nur sozusagen Montag ein bisschen arbeiten gehen und Dienstag. Und jetzt habe ich frei, aber heute darf ich wieder mein Popetz nach Neuss bewegen, beziehungsweise Pascal ist heute Morgen zur Arbeit gefahren. Nach Neuss. Fährt später wieder zurück. Holt mich ab und fährt mich wieder nach Neuss. Und dann wieder zurück. Ich habe hier übrigens Käsetortellini von Netto. Die Fleischtortellini kann ich euch nicht empfehlen. Die haben eine richtig komische Konsistenz. Also, ne? Aber die Käsetortellini sind wirklich sehr lecker. So, warum müssen wir so oft nach Neuss hin und her fahren? Weil Pascal gestern mit meinem Auto nach Neuss gefahren ist, weil mein Auto zur Werkstatt gegangen ist. Wir haben hier eine Lieblingswerkstatt in Neuss. Ich liebe diese Werkstatt einfach. Die beste Werkstatt, die es in Neuss gibt, das ist ein älterer Herr, der das alleine macht. Und einfach so ein toller Mann. Der hat mir so oft und Pascal schon den Arsch gerettet. Genau, den Arsch gerettet. Wo ich den großen Unfall gehabt habe mit meinem Fiat Punto, beziehungsweise einen nicht so tollen Unfall. Zum Glück ist keiner verletzt gewesen oder sowas. Nur ich kleines bisschen traumatisiert. Ich habe dazu aber noch ein Video gedreht, also ihr werdet noch die Geschichte hören, wie es zu meinem Unfall kam. Ja, auf jeden Fall hat er mir damals schon den Po gerettet vom Feinsten. Mein Auto war nämlich zerstört. Ich habe euch ja erzählt, ich hatte einen wirtschaftlichen Totalschaden von 2.800 Euro. Ich bin gerade erst mit Pascal zusammengezogen. Wir haben die Wohnung hier eingerichtet. Jetzt denkt euch mal selbst im Kopf. Dicke mit dem Geld hatten wir das nicht. Ich hatte auch noch Anfang des Jahres diesen bescheuerten Unfall. Im Januar hatte ich den, ich glaube am 16. Januar, ich bin mir aber jetzt nicht sicher. 16. Januar 2020, und im September 2019 sind wir zusammengezogen. Und im Januar gehen natürlich alle Rechnungen weg, ne? Beziehungsweise Auto und so weiter und so fort. Das war ja sowieso sehr schön. Und dementsprechend hatte man halt nicht so viel Geld, 2.800 Euro. Natürlich hatten wir Familienmitglieder, die uns helfen hätten können und geholfen haben, natürlich auch. Kurz vorher im Dezember hatte Pascal dann einen Unfall. Die war schon teuer, die Rechnung, und dann ich, das ging halt einfach nicht so, ne? Und dann hat dieser Mann, der die Werkstatt führt, hat mir so krass den Po gerettet und hat gesagt, okay, pass auf. Das, was der Typ da aufgeschrieben hat, brauchst du sowieso nicht besorgen, weil die Hälfte davon ist eh nur Geldmacherei, weil ich war ja bei einer anderen Werkstatt und die haben mir halt so eine Liste gemacht, was ich brauche. Weil ich halt nachvollziehen wollte, woher diese 2.800 Euro denn kommen. Wie kommt das zustande? Ich hatte nämlich komplett meine linke Seite vom Fiat Punto zertrümmert gehabt. Scheinwerfer, alles war geplatzt. Motorhaube war eingeknickt. Also, ich brauchte aber ein Auto, um Auto zu fahren, also um zur Arbeit zu kommen. Weil ich halt immer, ich war Springerin, ich war woanders immer. Okay, manchmal war ich auch ein paar Mal mehr in einem Laden, aber ansonsten war ich
nicht immer an derselben Stelle. So, und dann hat er aber nochmal über, also der Typ aus der Neusser Werkstatt hat nochmal rübergeguckt und hat gesagt, über die Hälfte brauchst du nicht. Über die Hälfte ist von denen nur Geldmacherei. Weil dieser Mann ist ein Mann, der guckt sich das nicht an und sagt, nein, es muss neu gemacht werden. Nein, er guckt sich das an und sagt, nee, ich habe da vielleicht eine Idee, du brauchst nichts Neues. Zum Beispiel bei den Zündkerzen, die hätte ich letztes Jahr am Anfang des Jahres machen müssen. Okay, Mai, so hätte ich das rum machen müssen. Er hat sich die angeguckt und gesagt, nein, die sind noch top, du kannst sie noch bis nächstes Jahr bis vor deinem TÜV fahren. So, jetzt wechselt er mir die gerade aus, ne? So ein Mann ist das. Der macht das nicht, weil er Geld haben möchte, sondern weil er diesen Beruf gerne macht. Er ist schon lange in Rente, also lange, und er macht das halt einfach, um sich zu beschäftigen. So, wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall hat er mir damals mein Fiat Punto so gerettet. Ich hatte 2.800 Euro, habe ich am Ende vielleicht 720 Euro bezahlt. Ich habe mir die Teile besorgt, die ich brauchte. Habe ihm die gegeben, er hat die zusammengebaut und fertig. Also ein Schatz ist das. Pascal ist gestern mit dem Auto dahin gefahren, war auch sehr spontan. Er war Montag da. Nein, er war Dienstag da, hat gefragt, wann wir kommen können. Er hat gesagt, Mittwoch oder nächste Woche, Dienstag, Montag oder Dienstag. Pascal hat ihm jetzt gestern das Auto vorbeigebracht. Und drauf stand, war nämlich Airbag-Schloss. Mein Airbag-Schloss hat nämlich die ganze Zeit gewackelt. Er hat gedacht, das ist ein Wackelkontakt, aber ihm ist das Risiko zu hoch, dass das dann anfängt wieder zu wackeln. Also, dass es wieder einen Wackelkontakt gibt und kurz vorm TÜV, wenn ich da stehe, geht die Airbag-Kontrollleuchte wieder an. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir das Schloss da an der Seite bei der Beifahrertür tauschen werden. Dann müssen die Zündkerzen erneuert werden. Das sind bei mir, glaube ich, drei. Dann war irgendwas mit meiner rechten Bremse hinten nicht in Ordnung. Also, sie hat wohl gequietscht, also nichts Fatales, aber möchte auch gerne richten. Ansonsten war es das, glaube ich. Ach so, Ölwechsel und sowas hat er gemacht. Aber jetzt kommt das Eigentliche, warum mein Auto da jetzt schon seit 2 Tagen steht. Die Zündkerzen wurden falsch eingebaut. Da hatten wir das Auto noch gar nicht. Also in dem Jahr, wo wir das Auto gekauft haben, war Anfang des Jahres TÜV. Und derjenige, der dann da die Zündkerzen gewechselt hat, hat die falsch eingebaut. Und der Mann in der Werkstatt in Neuss musste die jetzt etwas mit Gewalt rausreißen und hat dabei ein Gummi beschädigt bei den Zündkerzen. Ich kenne mich da nicht mit aus. Auf jeden Fall hat er dieses Gummi beschädigt und musste das neue jetzt bestellen. Das ist nicht teuer, das ist wirklich nur. Das ist nichts Teures jetzt, ne? Aber es ist egal. Auf jeden Fall muss er jetzt das Auto stehen bleiben, weil, so wie Pascal gesagt hat, ich kann ja schlecht mit 2 Zylinder fahren. Irgendwie sowas. Ja, deswegen wird das heute dann fertiggestellt. Ob das komplett fertig ist, wissen wir heute noch nicht. Aber ich kann es heute schon mitnehmen, weil, kann ich jetzt den Namen sagen? Der heißt Jürgen. Der Mann von der Werkstatt heißt Jürgen. Der Jürgen hat dieses Schloss bestellt, dieses Airbag-Schloss an der Seite. Aber ob das heute ankommt, weiß er nicht. Deswegen kann es sein, dass wir da nächste Woche nochmal hin müssen. Wegen meiner Lippe unten hat sich immer noch keiner gemeldet aus der Werkstatt. Super, da werde ich aber wahrscheinlich auch nicht mehr hinfahren, selbst wenn die anrufen. Ganz ehrlich, da fahre ich lieber zu einer anderen Werkstatt oder direkt zu VW. Habe ich gar keinen Bock zu. Also so ein Mist, ey. Sorry. Mal einfach herauszufinden, was das kostet, um mich anzurufen, kostet ja nicht viel Zeit, oder? Also, die haben mich wahrscheinlich vergessen. Die haben mich, glaube ich, nicht mehr ernst genommen. So sieht's aus. Übrigens, Leute, ich habe euch ja gesagt, wir wollen uns ein neues Auto holen. Und wir haben uns ein bisschen was angeguckt, weil viel Zeit bleibt nicht, weil wenn Pascal nach Hause zieht, also zu meiner Mutter zieht, also dann zu seinem neuen Zuhause, haben wir gedacht, wir kaufen das neue Auto dann, so in dem Zeitraum, wenn wir die ganzen Papierkrams-Kacke gemacht haben. Wir wollen ja auch ein Gemeinschaftskonto haben, wenn wir das alles durchhaben. Pascal muss sich ummelden, Auto ummelden, bla 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 bla. Wenn das auf jeden Fall ready ist, dann wollten wir uns ein neues Auto holen. Das ist dann, keine Ahnung. Wenn wir Glück haben, ist das schon im Juli, August, Anfang August. Also es ist nicht mehr viel Zeit. Wir wollten jetzt aber auch nicht ewig um 5 Tage rumfahren und gucken, welches Auto zu uns passt. Jetzt haben wir uns mal
ein VW GTI angeguckt. Leider waren wir nicht so begeistert. Der Mann aus der Werkstatt meinte, es ist teuer. Der war richtig nett, das war so ein Jüngerer. Ich glaube, der ist erst aus der Ausbildung raus oder sowas und meinte zu uns, VW, nichts gegen VW, ich fahre mein VW ab, da fährt sich super gut. Aber der hat wortwörtlich zu uns gesagt, VW macht aus Scheiße Gold. Und hat gesagt, das Geld, also das Auto hätte 42.000 Euro gekostet, das Geld für dieses Auto ist es nicht wert. Das wird euch sehr viel Reparatur kosten nach den 3 Jahren. Also 3 Jahre hast du ja so gesehen die Garantie und danach nicht mehr. Ja, mein Papa hat mich angerufen und meinte so, ja. Und ich habe ihm das nicht mal erzählt mit dem VW GTI. Und dann sagt er so, sein Kumpel hat einen VW GTI gekauft vor 6 Monaten. Motorschaden und Abgasprobleme. Wir haben uns dagegen entschieden. Also es ist wirklich ein schönes Auto. Bombenmäßig, wenn man sich da reinsetzt. Also dieser Bildschirm so gesehen, der einmal so zur Seite geht. Ich habe mich da reingesetzt. Ich habe mich King gefühlt. Ich habe mich King gefühlt. Ne? Man denkt ja nicht daran, dass man dieses Auto dann Monate abbezahlen muss. Aber ja, man fühlt sich gut, sagen wir mal so. Jetzt haben wir uns aber ein anderes Auto angeguckt. Und was uns auch noch sehr gut gefallen hat, ist der neue Skoda Fabia. Der ist schön. Der kostet im Neuwagen ca. 26.000 Euro. Ist ein Unterschied zu 42.000, 43.000 Euro. Vor allem verkaufen wir unsere beiden Autos. Das heißt, wir kriegen auch nochmal was rein. Und das, was wir letztendlich dann als Kredit nehmen müssen, ist dann weniger. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall machbar. Und ich glaube, wir kaufen auch den Skoda Fabia, weil Pascal hat jetzt auch einen Skoda Fabia, eine etwas ältere Version davon. Also mit dem hatten wir Gott sei Dank noch nie wirklich große Probleme, wie gesagt, bis auf den einen Unfall, den er gemacht hat. Aber dadurch sind halt auch die Sachen passiert. Er hat einen Achsenknick gehabt, aber auch das ist wegen dem Unfall passiert. Aber ansonsten hat dieses Auto nie wirklich Probleme gemacht. Dieses Auto fährt sich super gut. Ich kann zwar leider mit diesem Auto nicht fahren, weil ich mich damit nicht traue zu fahren. Bei Pascal erster Gang und Rückwärtsgang ist in demselben. Also du drückst den Rückwärtsgang rein, also du hast einen Schalter, drückst einmal rein und gehst nach vorne. Und das ist der Rückwärtsgang. Und wenn du den ganz normalen den ersten Gang reinmachst, dann ist das halt der erste Gang. So beides ist so ziemlich im ersten Gang und das eine drückst du rein und das andere packst du einfach rein. Also drückst du rein, so, ne? Also ganz, ganz komisch. Auf jeden Fall habe ich Angst, dass ich aus Versehen in den Rückwärtsgang reinkomme. Ja, gut, aber kann man sich dran gewöhnen? Kann man sich dran gewöhnen, ist ein anderes Thema. Aber ich will nicht. Im neuen Auto, wenn das so sein sollte, werde ich es auf jeden Fall versuchen. Aber ansonsten in dem Auto nicht mehr. Ich muss aber wirklich sagen, der Skoda Fabia sieht mega schön aus. Also kann man nicht sagen. Skoda hat zwar auch einen VW-Motor, aber ist trotzdem vom, ich sag mal so, von dem ganzen Zeug von innen, was hat, also dieses ganze Zeug halt, Luxuskrams, so wisst ihr, was ich meine, Ausstattung, Innenausstattung. Im Prinzip das gleiche wie bei VW, nur das Ganze ist mehr wie 10.000 Euro teurer, so wisst ihr, was ich meine? Nur halt anders aufgebaut. Also ich finde es top. Kann ich nicht meckern, ne? Was für uns auf gar keinen Fall in Frage käme, wäre ein Mercedes oder ein BMW oder sowas. Sieht zwar alles toll aus, aber dieses Auto fährt einfach jeder. Vor allem Mercedes. Ups, eine A-Klasse oder so. Ist nicht meins. Ich will nicht jeder sein. Und vor allem dieses Auto wird dann erst mal Jahre gefahren. Das Auto wird nicht abgegeben nach 2 Jahren hier. Ich will ein neues Auto haben. Nein, wir kaufen uns ein vernünftiges Auto. Das ist der Sinn der Sache. Man kauft sich ein vernünftiges Auto und fährt das auch erstmal mindestens, also mindestens 5 Jahre, damit das Auto nicht zu alt wird und auch nicht so viel an Wert verliert. Ne? Natürlich verliert es in den 5 Jahren gut Wert, aber trotzdem. So, wisst ihr, was ich meine? Meistens sage ich mir immer so bis 100.000 ist okay und danach sollte man schon versuchen, das zu verkaufen, weil ab 100.000 Euro geht der Wert halt ordentlich runter. Ja, aber dadurch, dass wir auf dem Dorf wohnen werden, werden wir eh nicht viel fahren. Das heißt, wir fahren jetzt nach Neuss. Ja, aber trotzdem. So, wisst ihr, was ich meine? Wir werden etwas länger was von dem Auto haben. Und das ist der Sinn der Sache. Weil wenn wir jetzt ein älteres Auto anschaffen,
habe ich halt Angst, dass das halt geldtechnisch und ziemlich weit nach unten kickt, weil dann das kaputt geht, das kaputt geht, das kaputt geht. Bremsen, dies, das, das kostet ja alles und das hindert uns daran, fürs Haus zu sparen. Das sehe ich doch gerade an meinem Auto. Mein Auto schreit jetzt so langsam, ist bei 100.000 Euro, 100.000 Euro. Bei 100.000 Kilometer angekommen und so langsam fängt es an, mi, mi zu schreien. Airbag-Kontrollleuchte geht an. Meine Bremsen irgendwie funktioniert alles, aber quietscht. Tralalala im Motor. Dann klappert irgendwie die Tür und ich weiß nicht wieso, Mann. Die bei VW haben gesagt: Ja, ist halt ein VW-Auto. Was wollen Sie jetzt von mir hören, ne? Sogar VW sagt das. Und alle anderen Werkstätten sagen auch immer so: Ist halt ein VW, ne? Es sind halt so Kleinigkeiten und vor allem, ich bin so geräuschempfindlich. Wenn ich im Auto sitzen muss, ist entweder. Es darf still sein. Es muss still sein. Wenn die Musik läuft, ist okay, aber wenn ich irgendein Geräusch höre, wenn irgendwas quer schief hängt, ist, liegt und irgendwo was klappert, dann kommt in meinem Kopf direkt so Alarmglocken, so. Das ist bei mir so richtig so, oh, woher kommt dieses Geräusch? Am besten mitten auf der Autobahn stehen bleiben und herausfinden, woher dieses Geräusch kommt. So bin ich halt, wisst ihr? Und ja. Und weder in Pascal sein Auto noch in mein Auto würde irgendwie ein Kinderwagen reinpassen oder sowas. Und deswegen plant man jetzt schon ein kleines bisschen in die Zukunft. Ja, so eine bin ich halt, ne? Ja gut, jeder wie er kann. Meine Mama hat sich auch ein neues Auto gekauft, hat auch sehr lange drauf gespart. Und ich finde, wenn man sich ein neues Auto kaufen möchte, ist das jetzt nichts Weltbewegendes. Und ich gönne mir das dann selber auch, wenn wir ein neues Auto haben. Ich habe natürlich sehr viele Fragen dazu bekommen auf Instagram. Viele haben mich angeschrieben wegen dem neuen Auto. Ich habe auch wirklich ein, zwei gehabt, die gesagt haben, du hebst dich voll ab, jetzt kaufst du dir auch ein neues Auto. Ich weiß nicht, ob die Menschen einfach nicht mein Video anschauen oder einfach nur den Satz, den ich gesagt habe, den ersten, raushören und dann einfach das Video beenden. Aber Leute, nochmal, ich kaufe mir das Auto, ja, aber ich bezahle es nicht zu 100% selber. Weil ich einfach nicht mal eben so 26.000 Euro habe, um das der, keine Ahnung, Skoda oder sowas zu geben. So Leute, ich hoffe, euch da draußen hat das Video gefallen. Ich bin satt, ich schaffe es einfach nicht mehr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich mega, mega über. Ich kriege auch noch Schluck auf, Mann. Däumchen nach oben über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall das Glöckchen zu aktivieren, sonst verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Bis zum nächsten Video.